Willkommen zurück. Nach dem Thema dreimal mit Profis machen wir dieses Level noch einmal und hoffen, dass wir jetzt hinten weiterkommen. Ich bin ein falscher Charakter. Ja, ich will auch schon mit dir wechseln. So, passt es. Haben wir es denn jetzt? Ja. 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 Mit dabei ist natürlich der Shadowrunner, weil er es gerade vergessen hat zu sagen, der Ja, Sender Entschuldigung. und meine Wenigkeit, der Bacon Orange, und ich bin schon wieder tot. Ich auch. Aber das reicht auch, glaube ich, wenn der Sender das bis nach da hinten schafft. Ja. Ah, das wird aber, glaube ich, für ihn gerade ein bisschen schwer. Bis unmöglich. Es kommt drauf an, ob Nee, da kann er sich nicht das. dran hochhangeln. Nee, einmal springen ging ja irgendwie. Nee, wenn auf der anderen nichts drauf ist, geht springen nicht. Ah, so funktioniert das, okay. Ah, so funktioniert's dann. Ja. Ah, der ist manchmal echt, manchmal so clever, dass es mir Angst macht. So, sehr Ja, schön. so viel. So viel dazu. Nicht schön, aber selten. Nein! Ich bin tot. Oh, ich habe mich mal wieder versprungen. Oh, ich bin ja schon wieder alleine. Ja. Und ich falle mich hier gerade fast in die. In die. Okay. Ach, ist das zum Kotzen. Ja, da kommst du nicht. Ich frage mich allerdings echt, wie man das da vorne beenden kann. Was? Indem du als Erster reinspringst mit dem Schild. Ja, aber dann läuft es entweder nach rechts oder nach links. Manchmal könnte ich mich selber sowas von Ah, oh, ich verprügeln. bin so blöde. Ich glaube, heute ist echt einfach nicht. Ein Heute ist Tag. nicht mein Aufnahmetag, nee. Ah, wieder ganz Ah, einfach mit dem Ausmachen. ja, dann hol uns mal dann. bitte. So, hier waren wir ja schon mal. Genau. Wann immer du uns wiederbelebst, danke. Wurm, hörst du mich? Genau, und dann Ich geht's habe kleine, einmal durch den feuerballwerfende Kinder, Darm. genau wie du kleine, schleimschleudernde Babywürmer hast. Aber Amadeus' Stimme trug nicht weit genug. Und selbst wenn, den Wurm hätte es wohl wenig geschert, was sein Mittagessen zu sagen hatte. Oh, das gibt's doch nicht. Das Springen ist heute aber auch irgendwie bei mir Oh, kaputt. ich will nicht wechseln. Gut. Ja, bleib hier. Hey, ich weiß, da vorne kommen die Dinger. So, da bin ich. Widerliche Tentakeldinger! Okay, ich glaube, sobald wir den Hebel aufmachen, öffnet sich da vorne die Muschel. Ja. Das heißt, jetzt kommen gleich Gegner. Wollte die eigentlich da hinten fressen lassen, aber das hat nicht so geklappt. Kommt Aber noch eins? meintest du vorhin nicht, das war vielleicht der Grund, warum das nicht geklappt hat? Aber ich Ach bin so, tot. ja, das. Ja. Gut, jetzt sind alle tot. Nee, da hinten kommt Ah, noch okay. einer. Gut, jetzt sind Jetzt alle sind alle tot. tot. Und jetzt geht's auch rein. Oh. Ah. Oh. Okay.
Ja, dann war das in der letzten Folge, würde ich sagen, ein kleiner Bug. Ja. Weiß nicht, ob ich deine Brücke machen musste, ich hab's einfach mal gemacht. Ja. Da musst du wahrscheinlich jetzt eine Brücke machen. Ah, nee. Habt ihr bemerkt, dass wir uns bewegen? Der Wurm ist auf dem Weg irgendwo hin. Bleib mal stehen, du Scheißvieh. Achso, mussten wir da runter? Ja. Ja. Achso, und ich versuche hier die ganze Müssen wir überhaupt Zeit irgendwas oben. Mit diesen Augen machen? Kugeln kann ich nicht rausholen. Was denn? Aber du kannst sie rüberschwenken, oder? Schwenkt immer zu der dunklen. Meinst du, dass sie sich anstecken? Ja. Ah, okay. Hier ist eine kleine Lücke. Ja. Oder so. Eine Brücke für die Lücke. Schön bequem. Da oben ist eine Kugel, die ich runterholen kann. Ja. Ah, okay. Klöps. Klöps. Ich glaube, es ist einfacher, wenn du da eine Kiste raufstellst. Die geht nämlich nicht kaputt. Oh, Tentakel hier oben. Wir bräuchten dann noch eine zweite Kiste für das Tentakel. Ja, Shadowrunner, lass doch einfach deine Kiste da drauf und mach oben eine zweite Kiste, genau. Und pack die andere Kiste wieder auf das Ding drauf. Ja, die fliegt aber, wenn sie runterkommt, dann immer wieder hoch. Ja, das ist ja auch Absicht. Ja, allerdings schräg. Ach so. Dann kümmer du dich mal drauf, dass ich heil nach oben komme. Ich kümmere mich dann... Genau, und dann machen wir mal eben eine Kiste drauf. Ich kümmere mich gleich oben. So, als erstes ist hier der Safe-Punkt. Ich habe erstmal den Sender wieder geholt und wir kümmern uns jetzt um das Tentakel. Du musst nur hochkommen. Und wenn du es nicht schaffst, ist auch nicht schlimm, weil dann beleben wir dich hier oben einfach direkt. Ja, ich komme gleich. Dachte ich. Moment. So, zu dem Thema. Überleben werde ich einfach hier oben wieder. Wie bist du denn gerade gestorben? Ich habe versucht zu springen. Bubble mit einer Kiste drin. Könnt ihr mich eben, danke. Ich sehe euch nicht mehr. Moment. Komm gleich. Nein. Oh, scheiße. Ich glaube, wir werden alle sterben. Ja. Bin zu fett. Na! Verdammte Hacke. Puh, ich hab's. Ich sprach so schlecht über Margaret. Wenige Augenblicke, ehe sie entführt wurde. Ach, stimmt ja. Wir suchen ja nochmal deine Frau, ne? Ja, sie strahlte aber auch nicht unbedingt Liebe und Wärme aus. Sie ist sehr mutig, mein kleiner Liebling. Angesichts der Gefahr, diese stachelige, stählerne Maske aufzusetzen. Gewiss, wie eine richtige eiserne Jungfrau. Da oben müsst ihr außerdem verdammt schnell sein. Ja, ich nicht. So? Ja. Warum ist das hier alles so extrem eklig? Musst du bestimmt kaputt hauen, ne? Mit deinem Hammer. Nee, ich glaube eher das Ding da oben drüber. Wahrscheinlich hätte ich das runterholen müssen. Ja. Oder irgendwas dran hängen müssen. Das kann gut sein.
Ja, ich glaube, dann können wir einfach beide uns um. Ah, nee, ist wieder aufgegangen. Und dann geht's wieder. Ah, ja, wenn Sender links an dem Hebel. Nee, wenn keiner hier drauf ist. Man darf nicht auf dem Bereich da vorne stehen, glaube ich. Genau, Sender, jetzt springen wir hoch. Oder auch nicht. Ich gehe einfach sonst mal weiter und hoffe, dass hier vorne gleich einfach irgendwo ein Speicherpunkt kommt. Ich glaube, das ist da links, ja, der... Ja, hier ist ein Speicherpunkt. Okay. Gut. Zur Not kann Sender auch sonst zu unserem Speicherpunkt kommen. Vorsicht! Vorsicht, Sender! Da sind so komische... Mäuler. Allerdings, das ist wohl nur Timing. Na gut, dass wir mit Timing nie Probleme haben. Ja. Wäre eine unserer einfachsten, ja, Übungen. Also ich bin hier oben beim nächsten Punkt. Oh, ist das eklig. Und das alles nur, um deine Frau zu retten. Ja. Werter Amadeus. Oh. Ich bin dann mal... Also ich habe erst gedacht, das Maul macht ja nichts, aber doch, es macht was. Na, wie gut, dass hier so viele Speicherpunkte sind. Ja, die sind aber auch total nötig. Sonst würde ich ja nur zugucken. Vorsicht, die geht gleich kaputt. Da kommen Viecher. Ich lasse sie mal kurz hier reinfallen. Wenn ich's überlebe. Du lässt noch nicht mehr da mal eben reinfallen. Ich weiß nicht, es kommt mir so vor, als kämen die immer, wenn ich eine Brücke baue. Muss ich jetzt theoretisch hier nochmal hoch, um euch wiederzubeleben, ne? Ja. Nee, der Sender, da kommt er immer noch nicht so hoch. Sender, sollen wir dir irgendwie helfen? Ich weiß noch nicht. Ich meine, der Shadowrunner kann dir da auch einfach eine Kiste hinstellen. Oder so. So. Also meiner Meinung nach, wenn keiner oben auf die Bubble schießt, gibt's auch eigentlich keinen Grund, hier Brücken zu stellen. Hm, ich bin eh schon wieder tot. Da sind ganz böse Viecher. Okay, die bewegt sich. Kann ich auch wieder hoch bewegen. Was wahrscheinlich sehr intelligent gewesen wäre. So, Shadowrunner, nun bist du unsere einzige Hoffnung. Wir sind verloren. Ja. Achso, ja. Nein! Ja, aber so sollte es ja an sich klappen. Theoretisch, ja. Das Problem ist halt immer, dass ich nicht etwas manipulieren und gleichzeitig springen kann. Das muss also immer... Weiß schon. Hat das so? Nein.
Puh. Wunderbar. Können wir nicht mal langsam diesen Darm verlassen? Der Wurm besteht aus Darm. Ups. Oben links ist eine Kiste. Aber ich glaub, das ist ich aber verdammt hin. Hoch, ne? Ja, das ist echt verdammt hoch. Und ich bin sogar mal zu... Ah, warte mal. Kann man da unten? Nee, ich glaube nicht. Danke. Ich glaube, du musst das Ding da vorne runterholen. Das kommt allerdings nicht so weit. Ah, das wie reicht. Eben. Das reicht aber. Ja, wenn man sich geschickt anstellt, nicht so wie ich, dann reicht das. Ich war doch da schon drauf. Ich glaube, das ist zu rutschig. Nö, es geht. Kannst du das vielleicht mal eben ein Stück rüberschieben? Ja, ich kann allerdings gleich nichts mehr sehen. Macht nichts. Ich kann was sehen. Hast du was gemacht? Ja, ich hab denn was gemacht. Nein. Warum kocht das denn? Was haben wir getan? Oh. Das Magensäure. Und so beschloss der Wurm, sich des Mahls zu entledigen, das ihm so auf den Magen eklig geschlagen war. Oh. Achterbahn! Juhu! Dem riesigen Sandwurm entkommen, berieten Amadeus, Pontius und Soja, was nun zu tun sei. Na los, weiter! Wir müssen Margaret finden! Wer weiß, was sie ihr alles antun. Amadeus litt Qualen, als er sich ausmalte, was die Kobolde mit seiner Gemahlin anstellen würden. Da der Trine noch immer verschollen war, mussten sie Margaret wohl oder übel allein finden. Ach, meine arme Frau. Wir sind... Frische, kühle Luft, herrlich. Wir sind jetzt aber auch eigentlich schon am Episodenende. König Whis soll nun wohl auf den Wolkeninseln wohnen. Warum sind wir nicht da? Wir frieren hier und suchen nach Blunderausmetall. Es ist für die Maschine, die die Menschen vernichtet. Was? Wer ist da? So, und bevor wir weiterspielen, beenden wir jetzt hier die Episode. Eine Sache, an die ich mich aber noch eben erinnere, bevor ich euch jetzt einen schönen Abend oder was auch immer einen schönen Rest des Tages wünsche, ist, es gab da mal einen Half-Life 2 Mod, der hieß auch, glaube ich, der Darm. Da reiste man auch durch den kompletten Darm. Daran hat mich gerade die Fahrt erinnert. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und sag bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.